Floorball Regionalliga der Herren, erster Spieltag für die zweite Mannschaft der WSG Reform in Dunkelblau. Die Magdeburger Floorball Tigers hatten auf dem Kleinfeld in der Sporthalle des Werner von Siemens Gymnasiums die Männer von der SV Chemie Gentin zu Gast. Na, die sind uns ziemlich bekannt. Ein Teil spielt bei uns in der ersten Herrenmannschaft mit zweite Bundesliga. Mal gucken, spielen sehr körperbetont alle. Mal gucken, was es wird. Ich hoffe, sie verletzen sich nicht gegenseitig. Es ist bei uns so, dass in der zweiten Herrenmannschaft eher die Spieler zum Einsatz kommen, die in der Bundesligamannschaft nicht so oft Spielpraxis sammeln können. Und dann ein paar Jugendspieler, die so ein bisschen rangeführt werden an die Härte des Ligabetriebs. Das Kleinfeld ist nur 28 x 14 Meter groß und es spielen jeweils nur drei Feldspieler und ein Torwart gegeneinander. Zu Beginn der Saison hat man sich in Magdeburg viel vorgenommen. Ja, ich denke, Dritter oder Vierter ist sicherlich drin, wenn alles gut läuft. Es kann natürlich auch sein, dass man hier, also Kleinfeld, das ist immer, geht immer sehr eng zu. Kann sein, dass man hier auch beide Spiele verliert. Es kann aber auch sein, dass man heute beide Spiele gewinnt. Das kann man ganz schlecht einschätzen. Ja. Aber die Chancen sind auf jeden Fall da, in die Playoffs zu kommen. Ob wir ganz vorne mitmischen, das wird sich dann zeigen. Doch das wird schwieriger als erwartet, denn die Gentiner begannen druckvoll und brachten die Magdeburger schnell in die Defensive. Floorball kommt aus Skandinavien und ist eine der fairsten Sportarten, denn der Körpereinsatz im direkten Kontakt mit dem Gegner ist verboten. Trotzdem geht es konsequent zur Sache und den Gentinern gelingt hier der Führungstreffer zum 0:1. Beim Floorball, zumindest in den unteren Ligen, spielen Damen und Herren gemeinsam, denn es kommt hier weniger auf Kraft als auf blitzschnelle Reaktion und präzises Zuspiel an. Dabei dürfen die Mannschaften jederzeit wechseln und so die Stärken der einzelnen Spieler je nach Offensive oder Defensive einsetzen. Die Schiedsrichter achten darauf, dass jeweils nur drei Feldspieler auf dem Platz stehen und ahnden Fehler beim Wechseln, so wie hier mit einer Zeitstrafe. Das folgende Spiel in Überzahl nutzten die Magdeburger zum Ausgleich. Doch am Ende nutzte das nichts. Die Gentiner dominierten die Begegnung und gewannen das Spiel und die Punkte mit 8:14 Toren. Vor der zweiten Mannschaft der WSG Reform liegt noch viel Arbeit, wenn man das anspruchsvolle Saisonziel erreichen will.